Jetzt sah er nichts mehr verschwommen. Ganz deutlich konnte Coco nun die spannende Unterwasserwelt bewundern. Er traute seinen Augen nicht. Hatte er endlich seine Kaulquappen wiedergefunden? Sag mal, welche Größe hat denn der Fisch, den du fangen willst, Coco? So klein? Dann sind deine Fische ja nicht größer als Kaulquappen. Versuch es doch mal mit diesem Kescher. Coco wusste nichts über Wasserkäfer. Außer, dass die ihm auch nicht halfen, seine Kaulquappen zu finden. Was war denn das für ein seltsames Tier? Es sah ein bisschen aus wie eine Kaulquappe, es schwamm ein bisschen wie eine Kaulquappe, aber es hatte Beine und fast keinen Schwanz. Und das war sehr anders als bei einer Kaulquappe. Hallo Coco! Meine Kaulquappen machen dir doch keinen Ärger, oder? Gut, dann bring sie doch mal auf den Besuch vorbei, ja? Coco wusste, irgendwann musste er Bill erzählen, dass er seine kleinen Freunde vielleicht nie wiedersehen würde. Als er wieder in der Stadt war, versuchte Coco auf andere Gedanken zu kommen. Aber das war nicht leicht. Coco konnte es gar nicht glauben. Das seltsame kleine Wesen war tatsächlich eine von seinen Kaulquappen gewesen. Und er hat es wieder schwimmen lassen. Aber Coco, wir waren doch gerade am See. Wir fahren nächsten Monat wieder hin. Bill hatte gesagt, die Kaulquappen würden erstaunlich sein, wenn sie erst einmal groß sind. Aber wie groß würden sie wohl in einem Monat sein? Und wie sahen sie dann aus? Coco, wir haben dich überall gesucht. Wir haben Hunger. Hast du vielleicht 400 Kilogramm Salat für uns? Coco musste wirklich dringend an den See. Aber der Mann mit dem gelben Hut fuhr erst nach 4 Wochen wieder hin. Coco war sehr froh, dass er nirgendwo Riesenkaulquappen sah. Aber seine kleinen Freunde sah er auch nicht. Vielleicht verscheuchten die lauten Frösche die Kaulquappen mit ihrem Gequake. Nun musste Coco seinem Freund Bill wohl leider sagen, dass er die Kaulquappen nicht mehr hatte. Hallo Coco! Das war eine Spitzenidee, die Kaulquappen wieder in ihrem Spiegelsee auszusetzen. Hast du gesehen, wie sie sich zu Fröschen entwickelt haben? Interessant, oder? Aha. Genau wie aus meiner Raupe ein schöner Schmetterling geworden ist. Siehst du? Die Kaulquappen waren die ganze Zeit da gewesen. Sie hatten sich nur in Frösche verwandelt. Bitte lächeln, Coco! Und bald fand Coco, dass Frösche noch mehr Spaß machten als Kaulquappen. Meistens jedenfalls.